Schnauzer und Pinscher sind eigentlich derselbe Rassetyp, und zwar einer der ältesten deutschen. Lange Zeit wurden diese Hunde alle Pinscher genannt. Man unterschied lediglich, ob sie rauhaarig oder glatthaarig waren. Der Weltdachverband FCI beschäftigt sich mit der Lehre vom Hund und definiert die rassespezifischen Richtlinien. Für den Mittelschnauzer ist der FCI-Standard Nummer 182 festgelegt, für den sehr ähnlich gebauten deutschen Pinscher der Standard Nummer 184. Ihre Widerristhöhe beträgt 45 bis 50 cm bei einem Gewicht von 14 bis 20 Kilogramm. Der glatthaarige deutsche Pinscher ist zwar kräftig wie der Schnauzer, jedoch von stolzer, eleganter Haltung und mit fließenden Umrisslinien. Die Schädel von Schnauzer und Pinscher sind kräftig und langgestreckt. Das kurze Haar vom deutschen Pinscher und Zwergpinscher ist sehr pflegeleicht. Der deutsche Pinscher muss lediglich hin und wieder gebürstet werden. Schnauzer und Pinscher sind extrem spielfreudig, sogar bis ins hohe Alter. Wenn ein Hund das Spiel plötzlich unterbricht, dann ist das Spiel für den Hund falsch aufgebaut. Das Spiel darf nie selbst vom Hund begonnen oder beendet werden. Das Bewegungsbedürfnis Ihres Hundes können Sie allerdings auf vielfältige Weise auffangen. Er kann Sie beim Rad- oder Inlinerfahren begleiten oder auch beim Joggen. Das bietet Abwechslung zu Spaziergängen und ist eine besonders intensive Auslastung. Auch im Hundesport Agility sind Schnauzer und Pinscher höchst leistungsstark. Hürden, Tunnel oder Slalomstrecken bieten abwechslungsreiche und intensive Bewegungsmöglichkeiten.